Hallo meine Freunde, was geht? Auf jeden Fall, heute erwartet euch ein Vlog aus Amsterdam. Und das war's eigentlich. Viel Spaß beim später Zuschauen. Was geht? Wir sind angekommen in Amsterdam. Die Stadt ist wirklich extrem krass. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Wie ihr seht, laufen wir gerade durch die Gassen von Amsterdam. Und wir sind gerade auf dem Weg zum Madame Tussauds. Auf jeden Fall meine ersten Eindrücke von der Stadt her. Es ist eine sehr lebhafte, touristenanziehende Stadt, was natürlich auch alles extrem teuer macht, aber muss man gesehen haben. Also man sieht sehr viele Fahrradfahrer unterwegs, sehr viele Menschenmengen unterwegs. Also wie man da jetzt rechts sieht, direkt drei Fahrräder, die fahren einfach. Die haben Vorfahrt, du weißt nicht, ich wurde fast zweimal umgefahren. So, guck mal, der fährt einfach, der gibt Scheiß. Jetzt seht ihr mich, wie ich chillig über die Ampel laufe. Die grüne Ampel, rote Ampel, hat sich alles nichts geändert. Immer noch gleich, überall gleich, denke ich mal. Aber hier sind wir jetzt, wie jetzt langsam bei Madame Tussauds angekommen. Das sind auch mal schöne Anblicke sozusagen, wie voll aber auch die Stadt ist. Guck mal hier, wieder Fahrräder. Aber da habe ich jetzt vielleicht auch ein paar Dor. Da gucke ich kurz in die Kamera, um alles abzuchecken. Aber es ist einfach gottlos voll. Dann, wie ihr seht, sind wir endlich angekommen bei Madame Tussauds. Wer begrüßt uns natürlich? Leonardo DiCaprio, Alter. So eine Maschine, der Kerl. Das Madame Tussauds ist auf 3 Etagen aufgebaut. Je nachdem, erste Etage war sowas wie Lionel Messi, Leonardo DiCaprio. Und in der zweiten Etage werde ich euch auf jeden Fall zeigen, was noch da abgeht. Das ist noch die erste Etage. Das ist eher so, das sind so gewisse Stars, DJs allgemein. Ich kenne den Namen von diesem Typen, aber das ist zum Beispiel Amanakim, der Prinz. Junge, ich spiele kurz FIFA, ich muss kurz nachkommen. Auf jeden Fall klarkommen, Alter. Die Dings, Alter, ich will mich jetzt hier nicht blamieren noch, Alter. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier die nächste Etage hoch, zweite Etage. Ihr seht die Stufen, die Lichter, das Ambiente passt. Ein bisschen Regenbogenflamme, nicht meins, aber was soll ich dir sagen, so. Auf jeden Fall Fashion Backstage. Da sind eher so alle Richtung Model, Designer, dies, das, unterwegs. Wen habe ich da alles gesehen, Bruder? Scheiß mal darauf, wen ich jetzt alles gesehen habe. Jetzt kommen wir zu meiner Favorite-Etage. Auf der letzten Etage waren sowas wie Marvel, fast gefühlt alle Marvel-Helden. Sowas wie Captain America, Hulk, wie ihr da seht. Da hinten war Thor, sein schwuler Bruder. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber auf jeden Fall Captain America war ein King. Hulk sieht ihr da hinten. Es hat auf jeden Fall gebockt. Es war was Neues, was anderes. Und dann ging es hier radikal noch weiter im Gang. Einfach the Goats jetzt, einfach the Goats. Ich schaue nach rechts, Fußball, wen sehe ich? Erstmal, ich habe als erstes Nadal gesehen. Der ist ja Tennis, ich kenne mich nicht aus, auf jeden Fall ein klasse Tennisspieler. Und dann kamen wir zur Barca-Legende Cruyff. Zu fucking Cruyff. Also das war schon hart, weil die haben den schon gut hinbekommen. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Da musste ich natürlich auch mit meinem Bré so ein bisschen mich unterhalten, so ein bisschen gucken, Bro, was will der mir zeigen? Der zeigt auf Virgil van Dijk, guckt mal euch bitte an, wie gut die den hinbekommen haben. Der Bruder, ich stand neben den, ich hab mir gedacht, der Bruder ist eine Maschine von einem Mann. So groß ist der. Als letzte Attraktion, sag ich jetzt mal, bei Madame Tussauds, habe ich mit meinem Onkel ein bisschen Zeit verbracht, wie ihr hier seht. Charlie Chaplin, eine absolute Legende. Ich hab seinen Stock genommen, weißt du, was ich meine, der hat mir seinen Hut gegeben, hat gesagt, Bro, lass mal ein bisschen chillen und dies, das. Hab ich gesagt, Bruder. Wenn ich mit meinem Onkel nicht chill, mit wem soll ich sonst chillen? Weißt du, was ich meine? Guck, er hat ein bisschen Faxen gemacht. Ich kann leider nicht so sein wie er. Er ist eine Maschine, eine stramme Maschine. Eigentlich, das war's auch. Das war auch das Letzte, was wir in Madame Tussauds gemacht haben. Nächster Stopp sollte eigentlich Adam Lockdown sein. Lockdown am Nacken. Wir wollten eigentlich zu fucking Adam
Lockout heißt es. Aber Bro, guck mal bitte, was ich gefunden habe. Süßigkeiten, wie du schauen kannst, Bruder. Ich habe noch nie solche Süßigkeiten gesehen. Wirklich, ich muss in diesen Laden rein. Das Schlimme ist, es gibt gefühlt 500 Läden, die genau so aussehen und noch größer sind, gell? Aber Bro, es ist teurer als eine Leber. Als zwei Lebern. Ich gebe dir 50% auf die Leber, Bruder. Es bringt nichts. Es ist zu teuer. Wirklich, eine Packung Chips 10 Euro. Bitte, bitte. Frischkäse aus Amsterdam. Zehn von zehn. Jetzt machen wir eine Kanaltour mit dem Boot, sehen ein bisschen Amsterdam, sehen die Gassen, die Ecken, den wunderschönen, dreckigen Fluss. Aber egal, auf jeden Fall habe ich Aufnahmen bei Nacht und die werde ich euch jetzt einblenden. So, Freunde, wir sind angekommen bei Adam Lockout. Extra nochmal gegoogelt. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Auf jeden Fall, wenn du reingehst, direkt, du musst 20 Stockwerke hoch mit dem Aufzug. Der Aufzug, Bruder, der denkt Disco-Party. Du weißt nicht, was da abgeht, Bruder. Ich hatte Angst um mein Leben, weil ich einfach diese 20 Stockwerke hochfahre gerade, gell? Aber diese Lichterschau, Bruder, der hat mich ein bisschen abgelenkt, aber auch ein bisschen traumatisiert, Bruder. Er sagt, er hat auf hart. Auf jeden Fall war mir sehr schnell oben. Und wenn du oben warst, bist du direkt draußen, kannst ein bisschen reinlaufen, war so eine kleine Bar und alles. Dann gehst du nochmal einen Stockwerk hoch. Und hier sind wir jetzt auf dem Dach. Auf jeden Fall, es war wirklich atemberaubend. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, nochmal nach Amsterdam zu gehen. Die Aussicht wirklich 10 von 10, sage ich wirklich ehrlich. Amsterdam bei Nacht ist einfach wunderschön. Aber jetzt müsst ihr einfach genießen. Freunde, das war's mit dem Amsterdam-Vlog. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.